Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Es ist Tag 20, wir haben noch 2 Tage bis zum nächsten Blutmond und wir haben eine Tier 3 Mission. Da sind wir ja gestern recht gut unterwegs gewesen und deshalb haben wir uns gesagt, machen wir das heute auch nochmal. Wir sollen das Gebiet säubern, dieses Haus soll es sein. Schönes Ziegelgebäude, ganz schick gemacht, allerdings ganz schön beschädigt. Und ich glaube, der Eingang, der Eingang soll hier runtergehen. Gut, lass uns überraschen, ich versuche wieder nicht zu sterben, das ist der Plan. Und ganz nebenbei möglichst viel und guten Loot zu bekommen. Ja, ich habe den Sand zwar jetzt erst mitgenommen, aber guter Loot sieht anders aus. Okay, jetzt habe ich einen Kunststoff mitgenommen. Naja, ist erstmal egal. Den kann ich später rausschmeißen. Was zu essen ist immer gut. Da sind wir selbst noch nicht so richtig gut dabei. Was ist denn das? Braune Farbe. Okay. Braune Farbe. Wollen wir die irgendwo reinpacken? Ist eigentlich albern, ne? Ach, wir müssen mal die Mütze. Naja, gut, egal. Gut, wenn sie mich dann stört, dann kann ich sie immer noch wegpacken. Hier kann man sie reinmachen. Da haben wir noch ein Plätzl. Sieht man jetzt nie, weil der Helm das eh überdeckt. So, schauen wir mal. Da kommt sie ganz alleine, nimmt sie es mit mir auf. Das ist sehr leichtsinnig. Du stehst nochmal auf, oder? Jetzt stehst du die nochmal auf, oder? Nö. Und das Grüne hier? Schwer zu sagen. So, was ist das? Das sagt mir erstmal vom Namen her nichts. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Zement, okay. Nehmen wir mit. Ich kann... Das hat man ja gestern noch schon festgestellt. Ich kann vieles noch nicht bauen. Ich kann noch keinen Zementmischer bauen, das heißt, wir können noch keinen Zement herstellen. Ich kann das Zubehör für die Schmiede nicht bauen, das heißt, wir können an der Schmiede auch nicht weiter was das Herstellen von irgendwelchen tollen Sachen, wie zum Beispiel Stahl, betrifft. Wir können noch keine Fallen bauen, die müssen wir erst noch freischalten. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, da müssen wir ganz viele Zeitschriften finden, also bleibt uns nichts anderes übrig, als zu looten, was das Zeug hält. So, ich sehe gerade 2 rote Punkte. Der zweite ist zum Glück überschaubar, der kleine hier unten. Was hat er gerülpst? Klang gerade so, ne? Gut, was haben wir hier? Schwarze Farbe, auch nicht schlecht. Können wir uns dann unsere Ausrüstung einfärben, wie wir es brauchen, wie wir es gerne hätten. Allerdings können wir den Zweifel auch jederzeit wieder finden und im Zweifel auch selber craften, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ne, die Dinger kann man nicht selber craften. Außer sie haben es geändert. Stahlknüppelteile, ja, nimm sie mal mit, aber die werden wir wahrscheinlich irgendwann wieder rausschmeißen müssen. Das nehmen wir nicht mit. Bürostuhl brauchen wir jetzt, Leder brauchen wir nicht, deshalb lasse ich ihn stehen. Aber diese Kiste machen wir natürlich auch. Ein Buch, was haben wir denn? Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Gewehren. Das ist ja schön. Und Raketenwerferteile. Hier ist nichts drin. Ja, auch nicht, ne? Nein, gut. Dann machen wir mal wieder so einen hier. Da kommt erstmal nur ein roter Punkt. Okay. Okay.
Gibst du mir meinen Pfeil wieder? Das ist sehr schön, danke. Den habe ich ja schließlich, ist ja schließlich meine. Genau. Was zu essen ist auch schön. Und das war ein Bier, das bringt uns jetzt nicht so viel. Das könnte sein, dass wir es dann wieder aussortieren. Ich bin schon wieder dabei, alles einzusammeln. Ne? Mein Inventar ist schon fast voll. Es ist voll, genau genommen. Ja, da muss ich mir ein bisschen angewöhnen, auszusortieren. Aloe Vera Samen brauche ich zurzeit nicht, würde ich sagen. Ja, Bier. Sand können wir dann rausschmeißen. Farbe können wir rausschmeißen. Was essen, das können wir machen. Wobei, was hast denn du an Rezepten? Das haben wir noch nie freigeschalten. Dann können wir das auch essen. Ja, wie gesagt, Aloe Vera brauchen wir nicht. Da haben wir ein bisschen was zu Hause. Und da haben wir auch schon angebaut. Können wir ja inzwischen schon ernten. Und irgendwann hat sich das mit dem Aloe Vera sowieso erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass hier uns nicht jemand auf den Kopf springt. Ja, ungefähr so. Wie geht's denn hier raus? Hier lang. Hier kann ich rückwärts weiterlaufen. Sehr gut. Ja, da hat er mir sogar noch eine mitgegeben. Ja, irgendwann hat sich das sowieso erledigt, weil wir dann hoffentlich genug Loot haben. Das sind die Fenster. In den Schrank schauen wir noch mal rein. Sehr schön. Nahrung. So, die Fertigkeit zum Herstellen von Nahrung. Das haben sie richtig schön gemacht, dass man jetzt durch die Türen hier durch kann, ne, durchschlagen, durchschießen und auch durchgreifen, ne. Wenn ich hier mit meinem Mauszeiger bin, kann ich sie nicht öffnen. Ich muss sie dann tatsächlich irgendwo am Rahmen markieren. Kaffeepulver lasse ich mal. Du liegst auf meinem Stuhl. Zack, jetzt nicht mehr. Wo sind sie? Ne, hier sind sie. Also, Kaffeepulver haben wir gesagt, lass mal erstmal liegen. Wobei das natürlich gut ist, da können wir Kaffee draus kochen. Aber Kaffee kann ich ja auch schon anbauen. Habe ich das nie vielleicht schon getan? Ich weiß es gerade nicht. Dann mach mal so. Okay, ist nichts dahinter. Nahrung, das ist doch schön. Also das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Den Kaffee kannst du dann schon bald trinken. Na gut. Und Goldrutenpflanze lassen wir stehen. Oder liegen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, weiter geht's. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir gleich einbrechen? Wo steht denn der? Packt denn der sich durch? Okay. Da hinten ist der Blaue, ne? Ja. Und noch eine Kopfnuss. Na gut, das habt ihr bei mir auch immer gemacht. Das ist die Rache. So, weiter geht's. Ich weiß nicht, wie groß das Haus ist, wie viel wir noch machen müssen. Tier 3. Oh, Lehm ist natürlich auch nicht schlecht. Zement hast du schon. Um Lehm brauchen wir auch Hopfen. Ist Hopfensamen schon? Ist gerade nicht. Honig. Honig ist gut. Honig ist besser als Bier. Ja. Ich bin schon wieder völlig überlastet.
Kochgrill habe ich aktuell in meinem Feuer schon drin. Kürbis haben wir auf jeden Fall. Bin mir nicht sicher, ob wir Hopfen haben, aber Hopfen brauchen wir auch nie unbedingt. Dann lasse ich die zwei Samen einfach mal hier. Das. Nix. Weiter geht's. Geht's nach oben, aber zuerst geht's unten weiter. Das ist aber ein bisschen unmotiviert zu Boden gegangen. Oh, schön, hat sich im Schrank versteckt und wurde drinnen vergessen. Das sind Minen, oder? Puffermeindel, okay, Temperatur. Gut, das sind Minen. Wollen wir das mal ausprobieren? Komm, den Schuss opfern wir. Oh, das hat. Oh, wir waren so nah dran. Ei. Na gut, man sollte nicht rumspielen, ne? Schaden hält sich in Grenzen. Das geht gerade nicht schneller, ich bin ein bisschen überlastet, das habt ihr ja gesehen. Weil die Rohre, die können wir auch mal zerlegen. Den Sand kannst du auch rausschmeißen, den kannst du dir jederzeit holen, wenn du welchen brauchst. Du musst halt bloß losbuddeln. Wobei, so ohne weiteres geht das gar nicht. Wir sind ja nicht in der Wüste. Im Kiefernwald gibt es nicht unbedingt so viel Sand. Guck mal. Was tut er hier? Denkt er, wir sehen ihn nicht? So, mein Pfeil hast du verschluckt. Na super. Die Tür ist verschlossen. Und dort ist der Ausgang. Ach, jetzt müssen wir hier eine Runde turnen, außen lang am Gebäude. Ist denn hier los? Habt ihr auch das Gefühl, dass gleich ein Geier um die Ecke kommt? Mist, der hat uns zweimal getroffen, da habe ich es nicht richtig hingekriegt. Gut. Und hier geht es dann offensichtlich wieder rein. Machen wir gerne. Und da geht's schon wieder raus. Okay. Lassen wir. Nahrung. Was hast du für uns? Eine Rindfleischportion. Ja, trotzdem essen. Spart uns Inventar. Und wenn er uns hier so viel Munition hinlegt, na gut, das sind bloß 4 Schuss gewesen. Da können wir ja fast davon ausgehen, dass wir bald die Munition brauchen. So, dort liegt unser Fahrrad. Und hier müssen wir rein. Ist das dann schon der Endloot? Zwei. Da ist er. Das erste war ein kräftiger Schlag, in der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht gleich loswerde. Okay. Hast du meinen Pfeil noch? Verschluckt. Badewanne, Toilette. Hab hier nämlich nicht mit. So lange, bis ich nicht gelernt habe, dass es besser gewesen wäre. Weil in der vorhergehenden Version hat man Papier wirklich sehr selten gebraucht. Und hier gibt es Lehm. Lehm braucht man schon auch ein bisschen, ne? Können wir uns eigentlich aber auch durchs Buddeln organisieren.
Hintergrund ist, dass wir das einschmelzen müssen, damit wir Barren und alles, was wir in der Schmiede herstellen, geht mit. Dazu brauchen wir Lehm. Gut. Hast du die Militärrüstungsteile zwar mitgenommen, aber die brauchst du eigentlich nie. Und wieso? Wo geht's denn jetzt weiter? Ach, hier wieder raus. Das Album. Gehen wir jetzt einmal ums Haus ringsrum. Ich hätte natürlich auch mal schnell zum Fahrrad runtergehen können. Ausladen. Was hast du denn noch hier auch so? Das könntest du mal wegmachen hier. Na gut, ein bisschen was muss man dann sowieso. Also das kann ich gleich zerlegen, das werden wir sowieso dann machen. Und das Bier, das bringt bloß 20. Ach so, das kostet uns doch gar keinen. Dann benutzen wir es. Ne, das hat uns nicht immer irgendwie Wasser gekostet, Wassermalus gebracht. Ach so, ein bisschen besoffen sind wir jetzt. Den Malus bringt es uns. Na super. Nägel, leg mal. Das fliegt weg und das zerlegen wir. Die müssen wir dann notfalls neu bauen. Da geht es nach oben. Alles klar. Na, wie lange hält das jetzt? Angeheitert. Das stand aber nicht dabei beim Bier, dass wir den Zustand angeheitert bekommen. Ein kleiner Rausch. Der scheint sich aber nur optisch auszuwirken. Nicht anderweitig. Kommst du hier durch? Jetzt bist du durstig. So, wie viele Seiten ihr jetzt? 1, 2, 3, 4. Die anderen kommen noch nicht. Sehr gut. Okay, dann halt runter. Der hat daneben gehauen. Wo ist er denn? Wo schlagen die denn jetzt hin? Können sie aber wieder herkommen? Was machst du denn für Faxen? Zack und. Treffer in Hintern. Das hat ja nichts gemacht. Nochmal. Kann man auf den Fuß zielen? Oh. Gut, einer weniger. Ist bloß noch einer da. Okay. Achso, die finden den Weg hier lang nie, weil die hier nicht durchpassen oder was? Ich passe selber kaum durch. Ne? Cool, ein Eisenpfeil. Jetzt kommst du nicht mehr hoch, oder was? Ah, hat er mich getroffen, aber keinen allzu großen Schaden gemacht. Und vor allem das Wichtigste, er hat uns nicht infiziert oder irgend so eine Späße. Gut, säubere das Gebiet. Ist fertig, wir sollen zurück zum Händler. Wunderbar, Leute, das haben wir. Was ist denn das für die Fertilizer Dünger? Okay. Dann suchen wir uns den Endloot. Da ist eine Crack-a-Book-Kiste, das gefällt mir schon mal. Hast du hier Kampfanzug unten, den hast du doch schon an, oder? Kampfanzug unten haben wir schon. Was ist die blaue? Die ist Lehm. Hast du schon Lehm jetzt hier drin? Ja, okay, dann nimmst du halt mit. Lehm. Haben wir Schlafsäcke.
Tote, da kriegt man Nitratpulver. Oh, was hast du hier? Kleines Chemielaborset. Fertilizer. Es ist nicht so dunkel, da machen wir die Lampe an. Das ist, glaube ich, bloß Papier, ne? Das ist das Braune hier. Das ist Pflasterstein. Zumindest ein bisschen was. Ja, Pflasterstein brauchen wir. Das ist eine Bombe. Kohle ist nicht schlecht. Und was ist das? Testosteronextrakt. Das bringt zumindest viel. Wann explodieren die? Was muss ich denn da machen? Na, gucken wir mal. Gehen wir ein bisschen in Deckung. Da hat es offensichtlich auch hier Schaden angerichtet. Gut. Also war auf jeden Fall erstmal nicht so schlimm. Wir haben es gut gemeistert. Jetzt müssen wir mal schauen. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Den Rest haben wir gerade nicht. Strahlungsentferner-Mod hebt für 90 Sekunden die Fähigkeit verstrahlter Zombies zur Wiederherstellung auf. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Aber das braucht man jetzt noch nie. Das zerlegen, da kriegen wir 150 Eisen. So, was hatten wir noch? Patronenhülsen und Schießpulver. Ich sehe schon. Das sortieren wir dann, wenn wir wissen, was wir insgesamt alles bekommen und was ich mitnehmen will und was. So, Bücher sollten kein Problem sein, die können wir gleich anwenden. Handfeuerwaffen. Verbessert. Ach so, Bauplan einziehbare Schaftmod. Okay. Und Fertigung von Klingen verbessert. Schön. Was haben wir noch an Loot? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein, Leute. Was ist das etwa schon? Sind die grünen Säcke? Ist das jemand? Das ist Lehm und Stein. Und Bruchsand. Bruchsand braucht man nicht. Das ist nur Lehm. Okay. Ja, dann nehmen wir es mit. Dann haben wir heute ein bisschen Material gesammelt für den Bau. Kann auch nicht schaden. Was ist da dort? Bruchsand, alles klar. Gut, dann können wir uns hier noch überlegen. Gut, die schwarze Farbe, die kannst du rausschmeißen. Dafür nimmst du mal das Schießpulver mit. Und Stahlknüppelteile, kannst du die zerlegen? Nö. Irgendwas, was wir jetzt noch sinnvollerweise. Kannst du auch nicht zerlegen. Kurz gucken. Ach gut, dann hau die raus und dann nimmst du die Patronenhülsen mit, wobei du die auch selber herstellen könntest. Gut, aber das war's, ne? Mehr Loot ist ja nie, oder? Ah! Ah, siehst du einer. Hab mich doch schon gewundert, dass das war doch viel zu wenig. Was hast du auf der anderen Seite noch? Okay, eine Kiste. Ja, stellen wir jetzt vor derselben Herausforderung. Was hast du hier? Handfeuerwaffen. Selbstgebaute Pistole, Qualität 4, nicht schlecht. Sichtbereich, Mod nehmen von nicht mit. Und Geschossspitze, die werden wir schon früher oder später brauchen. Da lassen wir die Militärrüstungsteile hier. Bringt zwar gut Geld, aber. Wobei Maismehl. Und kein Geld. Und kannst im Zweifel selber herstellen. Kunststoff, zack, weg. Geschossspitze. Nein, Moment. So, da drüben. Medizin.
Das passt alles ins Innere. Ne, bleib mal hier oben. Geh mal hier runter. Waffentasche. Fertigung von Robotik. Selbstgebauter Stab Qualität 4. Nicht schlecht. Das Metallkettenmod, das kann man mitnehmen. Das Metallkettenmod, das haben wir meines Wissens schon in unserer Basis rumliegen. Deshalb zerlege ich das und das Leder, das ist halt, das lassen wir weg. Und dann gucken wir mal, ob uns die Truhe aufmacht, ob da unsere Dietriche reichen. Schön wäre es schon. Und dann ist die Frage, was drin ist, wie wir uns neu sortieren müssen. Wunderbar. Gut, fangen wir hier hinten an. Erntewerkzeuge und Knüppel. Baseballschläger freigeschaltet. Ich kann jetzt selbst Baseballschläger herstellen. Allerdings erst Qualität 1, damit kann ich leben. Totengräbermod. 25% mehr Schaden gegen Erde. Erste Hilfe. Knochenmesser Stufe 5 brauchst du nicht und 9 mm Munition nimmst. Also, das will ich natürlich mitnehmen, keine Frage. Dann würde ich auf. Wo stehe ich jetzt noch? Jetzt bin ich eigentlich schon recht gut unterwegs, was Verbände betrifft. Ne? Hier könnte ich jederzeit herstellen. Wie sieht's denn hier aus? Du hast Hunger, du musst erst mal was essen. Haben wir noch was zu essen? Dem hier. Gut, also das will ich mitnehmen. Das mit Totengräbermod könnte ich mir auch vorstellen. Da probieren wir gleich mal was. Kannst du das in deine Reihen machen? Ne, warte mal hier. Verändern. Na klar. Guck mal. Wunderbar. Hast das Problem gelöst. Zweites Problem, brauche ich den Kochgrill. Ja. Brauchen nicht, aber ich will ihn haben. Du könntest aus dem Maiskolben könntest du Maismehl machen. Ach, nee, da musst du hier reingehen. Zack, Rezepte, Mehl herstellen. Gut, passt. Haben wir alles jetzt, oder? Haben wir irgendwas übersehen noch? Nein. Gut. Dann wisst ihr Bescheid, es geht zurück zum Händler. Und damit kommen wir jetzt auch durch hier. Zack. Nie wieder hängen bleiben. Und hier geht's raus. Da drüben müsste irgendwo unser Fahrrad stehen. Ja, wunderbar. Ist gar nicht so anspruchsvoll, wie ich es befürchtet habe. Am Anfang sind wir an Tier-1-Missionen gescheitert. Jetzt ziehen wir hier drei Missionen durch. Da geht es zum Händler. Ich sehe gerade Briefkästen. Da gucken wir mal rein, ob wir die noch. Haben wir schon leer gemacht. Das ist im Übrigen schon gewesen. Ja, kein Wunder. Das auch. Gut, unser Fahrrad ist schon auf 72% runter von der Haltbarkeit. Erstaunt mich, weil ich gar nicht weiß, warum. Aber müssen wir irgendwann mal reparieren. Ich weiß nicht, ist das noch so, dass man mit einem Reparaturkit komplett repariert oder macht das Reparaturkit bloß ein paar Prozente? Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, wenn wir es ausprobieren. Aber wir müssen noch einen Inventarplatz freimachen, weil wir bekommen ja eine Belohnung. Hätte mich auch nie gewundert, wenn jetzt hier noch was drin gewesen wäre. Oh, das können wir eigentlich verkaufen, beziehungsweise muss ich mal gucken, ob wir das. Das kannst du auf jeden Fall hier lassen, ja. Gut. Rezepte. Zigarre und Steroide. Dann können wir sie verkaufen. So, nehmen wir die Taschenlampe in der Hand, das wirkt nicht ganz so bedrohlich. Sonst schimpft er wieder mit uns. Habt ihr das gehört? Er hat einfach nur geknurrt. Great, here you go.
Eine schöne Menge Jetons. Stahlvitamine, sichtbare Schmott, Bauplan, Jägermod und Eisenspitzhacke. Also, ich sag's so wie es ist. Eisenspitzhacke ist natürlich verlockend. Aber wir sind zurzeit noch nicht so sehr am Farmen. Deshalb würde ich mich frisch geschmiedeten Stahl interessieren. Den kann man nämlich momentan noch nicht selber herstellen. Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Gut, dann lass dir mal was verkaufen. Das kaufst du mir. Was war jetzt? Level 17. Und zwei Fertigkeitspunkte. Warum habe ich zwei? Nicht, dass ich mich beschwere, ich wundere mich nur, weil haben wir vergessen, welche einzusetzen. Well, maybe you should try Shamway. So, was hättest du denn für Aufgaben für mich, wenn wir morgen noch eine machen wollen? Vergrabene Vorräte mag ich nicht. Wir haben übrigens noch Fallende beseitigt, 1,1 Kilometer nach Südosten, das ist hier runter. Das ist auf jeden Fall im Kiefernwald noch. Wir haben noch eine Schatzkarte gefunden, mal irgendwann, ne? Die müssen wir auch nochmal einlösen. De la Grega Residenz, ja, das können wir machen. Bitte, es ist heute 16.28 Uhr ingame. Und dann gucke ich mal durch, wir haben jetzt schon relativ viel Kohle. Was er denn im Inventar, was wir kaufen können, was uns vielleicht weiterbringt? Hier vorne erstmal Lebensmittel, ist nicht so spannend. Eisenspitzhacke 5000, naja. Ein Amboss könnten wir kaufen, den können wir nämlich noch nicht herstellen. Das ist aber das Erste, was wir freischalten. Fertigungsgeschwindigkeit ist aber jetzt auch nicht das, was uns unbedingt stört. Die Bücher. Kochen, da kommen wir hin. Was ist das? Fertigkeit von Samen, Sperre brauchen wir nicht. Reparaturwerkzeuge, Robotik. Sammelwerkzeuge. Adrenalinrausch. Nutze den Adrenalinrausch des Kampfes, um deinen Körper zu beleben. Rüstung verlangsamt dich nicht im Kampf. Okay. Wasserfilter. Wasserfilter könnten wir bauen. Da können wir einen Tausammler bauen. Nitratpulver, das können wir alles farmen. Was zu essen können wir auch farmen. Alles nix. Baseballschläge haben wir. Gut, wir haben Stufe 4. Hier kriegt es Stufe 5, aber das. Da verlasse ich mich komplett auf unser Farming-Glück, auf unser Loot-Glück. Das wird dann schon irgendwann passen. Ja, Elektrik können wir noch nie machen. Ne? Wir können es zwar kaufen, aber da reichen uns die Zutaten nicht. Was nützt mir ein Lautsprecher und eine Druckplatte, wenn ich keinen Generator habe? Anlage. Ja, ne, nützt uns nichts. Das heißt, das Einzige wäre wirklich hier oben der Amboss für die Schmiede. Wo war er? Ist er weg. Hm. Gut, lass mal zum Muni weiter rumtrödeln. Hat er gesagt, man sieht sich? Ne, klang nur so, ne? Ja gut, wir sollen zum Sammelpunkt, ist klar, das machen wir heute nicht mehr. Ich mache das auch in-game heute nicht mehr. Das heißt, die nächste Folge ist dann entweder am Tag 21 früh oder wir machen die Nacht zusammen. Wie gesagt, ein bisschen vorbereiten auf die Blutmondnacht müssen wir uns schon noch. Ich weiß noch nicht so richtig, wie und was wir machen können. Ich fühle mich da noch nie so ganz wohl mit der Konstruktion, die wir da aufgesetzt haben. Ach, guck mal, da läuft eine. Die machen wir zum Abschluss noch platt. Und dann verabschiede ich mich, bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.